So, Google Web Fonts. Wer kennt das Google Web Font Projekt nicht? Okay, dann lohnt es sich, es nochmal zu erzählen. Also, lange Zeit, wenn mich der Webdesigner gefragt hat, welche Schriftarten er denn verwenden darf, nannte ich ihm die großen drei: Arial, Verdana, Times. Und wenn er irgendwie er soll mal sein Word aufmachen. Und die fünf, die er am häufigsten benutzen würde, vielleicht oder sowas. Systemschriften halt, weil alles andere ist bei den Nutzern in der Regel nicht drauf, kann er nicht nutzen, blöd. Dann kommt immer die Frage: Ja, kannst du das nicht als Grafik einbinden? Ja, kannst du bei der Überschrift noch machen, beim Header auch, aber ab 3 Seiten Fließtext wird das in der Regel mit der Pflege ein bisschen ungünstig. Dann kam dieses wunderbare CSS3 HTML5 irgendwie plötzlich. Was, bitte? Oh ja, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Dann kam dieses magische HTML5 auf den Markt und alle schrien: Yes, wir können plötzlich Schriften einbinden. Irgendwelche, alle, die wir wollen. Dabei gibt es die Methode eigentlich schon viel länger. Weshalb zum Beispiel, und das ist, glaube ich, nicht so bekannt, die native Nutzung von eingebundenen Schriften vom IE6 bis zum IE8 funktioniert. Firefox, glaube ich, auch ab Version 1 sogar schon. Opera schon seit gefühlten 10 Versionen. Safari, Chrome sowieso. Das wird breit unterstützt. Da war die legitime Frage bisher: Warum nutzt es denn keiner? Es war bisher verhältnismäßig schwierig, Schriftarten zu finden, die man dann auch einfach so im Web einbinden darf. Die meisten Schriftzeichner waren da in der Regel wenig amused, wenn man ihre TrueType-Schriften einfach mal auf den Webserver gelegt hat. Und da dachte sich Google: Joa, es gibt doch so viele schöne Schriften, die können wir doch immer in so einen übersichtlichen Katalog packen, sodass man die mal durchblättern kann. Und das Wunderbare ist, dass man die dann auch alle nutzen dürfte. Das Ganze findet sich unter google.com/webfonts. Bisher sah das noch ein bisschen hässlicher aus. Mittlerweile haben sie das auch mit einer schönen Oberfläche gemacht. Da gibt es momentan 247 Schriftarten, die man da nutzen könnte, wo man dann hier oben so lustige Sätze eingeben kann wie: Joomla Day ist toll, und sich dann anschauen kann, wie das in x verschiedenen Schriftarten aussieht. Wunderbarer Vorteil an dieser Stelle ist, alle Schriftarten, die hier mit Latin-Zeichensatz angegeben sind, haben auch die deutschen Umlaute. Auch da letztens bei einem Kundenprojekt böse auf die Nase gefallen, als er dann angefangen hat, seine englische Seite ins Deutsche zu übersetzen und alle Umlaute plötzlich fehlten. Ergebnis war: Tja, die ausgewählte Schriftart hat keine Umlaute. Ja, dumm gelaufen. Wenn ich dann sagen würde: Ich finde diese Schriftart hier total dolle für meine Joomla-Seite, klicke ich mir den Chroms einfach an, sage hier unten: Die will ich jetzt so benutzen, und habe dann 2 Schritte zu tun. Nämlich erstens haue ich hier einmal einen Link zu einem entsprechenden CSS-Dokument in mein Template und kann dann die entsprechenden Schriften bei den entsprechenden HTML-Elementen nutzen, wo ich das denn gerne hätte. Das macht das Leben irgendwie leichter. Vor allen Dingen, wenn man vorher so Schriftersetzungsgeschichten gewohnt war. Qfong war das eine, was hat man noch? Bitte? Genau, da gab es x verschiedene, die das dann teilweise durch Bilder ersetzt haben oder durch Flash oder durch irgendwelche Vektorgrafikgedöns, dann konnte man es nicht mehr kopieren und so. Das war alles ziemlich hässlich, und das geht hiermit ganz wunderbar. Da habe ich jetzt einfach mal kurz hier sowas gebastelt mit einer kleinen Testüberschrift in irgendeiner wunderbaren Prickelschrift hier. Bin aber auch da bei einem Kundenprojekt über einen kleinen Stolperstein gestolpert, den ich kurz teilen wollte. Und zwar habe ich dann, wie gesagt, genau dieses Projekt dann mal im IE6 aufgemacht und sah dann: Oh, der hat ja gar keine Kantenglättung aktiviert. Und insbesondere auf Windows XP-System sieht das dann ziemlich ausgefranst aus, weil da, ich glaube, ClearType per Default sowieso deaktiviert ist. Das heißt, alles, was da nicht an geraden Linien ist, franst da ziemlich hässlich aus. Jetzt hätte man die Variante, da mit CSS-Comments hinzugehen und zu sagen: Ja, okay, Windows XP dann nicht. Dann kann mir aber auch der Windows Vista-User über den Weg laufen, der ClearType deaktiviert hat. Mir kann sogar der Mac-User über den Weg laufen, der keine Kantenglättung hat. Dann habe ich bei all diesen wunderbaren Schriften das Problem: Es sieht irgendwie blöd aus. Da habe ich mich dann auf die Suche gemacht
und ein kleines JavaScript gefunden, was beim Seitenaufruf, ich baue das mal gerade ein, doch, ist schon da, was beim Seitenaufruf prüft, ob der entsprechende Browser, hier ist es noch nicht, ob der entsprechende Browser in einem System läuft, was Kantenglättung aktiviert hat, und setzt dann hier unten die entsprechende Klasse auf dem HTML-Tag, hat Kantenglättung, und dann kann ich in meinem CSS, das hier irgendwo ist, sagen, okay, diese wunderbare Sonderschrift mit den Schnörkeln, die möchte ich nur dann, wenn die Kantenglättung aktiviert ist, und bei allen anderen nehme ich halt irgendeine Fallback-Schrift, die einigermaßen anständig aussieht. Dadurch habe ich dann auf System, wo Kantenglättung aktiviert ist, weiterhin meine schöne Schrift. Und wenn ich dann über den Internet Explorer stolpe oder ähnliche Konsorten, zeigt er dann halt was ganz Normales an. Mein Kunde ist glücklich, ich bin glücklich, ich habe viel weniger Stress. Et voilà. Cool, oder? Den entsprechenden Link zu dem JavaScript habe ich hier nochmal als QR-Code draufgepackt zum Abfotografieren. Viel Spaß damit oder so. Ja. Zur Info, Google betreibt extrem viel Aufwand, diese Schriften zu optimieren, auf Ladezeiten, auf Speicherverbrauch und noch und nöcher. Also für die ist das ein relativ wichtiges Projekt und die geben da richtig Gas. Also da ist auch ganz interessant, bei mir habe ich jetzt auch, also es gibt einen Google-Twitter-Account für Google Fonts, wo man ständig informiert wird, wenn neue Fonts eingestellt werden. Ja. Das ist ganz witzig, dann kommt man nach Tag, wo es 8, 9, 10 neue Fonts eingestellt werden. Ja, ich habe dann auch bei der Font-Auswahl, wenn ich dann hier jetzt, oh, ja, super, danke Chrome. Also Fonts kann man in aller Regel übrigens auch als TrueType runterladen. Ach so, genau, ja, das ist natürlich noch der andere wunderbare Vorteil. Kann mir die Schriftarten auch hier unten, oben rechts, ne? Ja, genau. Ja, könnte ich mir meine Auswahl jetzt auch noch gerade runterladen und dann in meinem Photoshop verwenden, weil ist ja schön, wenn es vorher schon so aussieht, wie es nachher soll. Und hier, wo jetzt gerade der JavaScript-Fehler steht, ist da normalerweise noch so eine wunderbare Uhr, wo dann draufsteht, dass meine 20 ausgewählten Schriftarten die Ladezeit um so und so viele Sekunden verlängern würden und so ein Zeug. Bitteschön. Man kann auch ja, genau. Man muss natürlich nur bedenken, jeder Ladevorgang auf seiner Seite braucht eine Verbindung zu Google auf. Und Google macht das natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Das heißt, die profitieren natürlich auch davon, die lernen Sachen, die kriegen Sachen mit. Ja, wie alles. Ob man vielleicht so drei Karten nennt, da eine Diskussion ist, Google Fonts, Google JavaScript API, wo man JavaScript von Google laden kann, das ist alles uneigennützig. Ja. Nur wir sind so gutherzig hier bei Joomla. Okay. Sonst noch Fragen? Wie sieht das dann mit so Fallback-Fonts aus? Also, das heißt, ich komme jetzt da von Google, dass ich Probleme geben kann, und mit welchem Zeitpunkt man jetzt gesehen. Genau. Was passiert dann? Also, die Seite linkt nicht weiter. Nö, das ist, ich hau einfach in meiner Font-Family. Erklärung, sage ich mal jetzt hier die Gloria Halleluja oder so, und wenn die nicht da ist, nehmen wir eine Arial. Ich speichere das Ganze nochmal. Jetzt wird es natürlich gehen, weil der Server ist noch da. Wenn ich jetzt die Zeile mal rauswerfe, stellt das halt als Arial dar. Und welche? Das ist... Das ist dem sowas von wurscht. Genau. Genau. Google bietet als Alternative zu diesem einen Link, also das ist jetzt als CSS-File eingebunden. Es gibt auch noch eine Alternative, dass ich das nach dem fertigen Laden der Seite über JavaScript nachladen kann. Ist auch eine legitime Variante. Ich finde das über CSS aber ehrlich gesagt schöner. Gut, ist Geschmackssache wie alles im Leben. Gut, sonst nichts mehr. Schön.